Hallo YouTube, hier wir bei Wargaming mit meinem Bruder Kai und mir Manu. Ja, FIFA 14, Food wieder mal und ja, wir sehen hier ein deutsches Team, aber jedenfalls ein Bundesliga-Team. Ne, nicht wirklich. Ja, Schöller hat da noch ein Gommes, aber ansonsten also Bundesliga. Eine Mischung zwischen Bundesliga und Deutsch. Naja, gut. Ich glaube, den Ton musst du noch ein bisschen leiser stellen. Ach so, stimmt, ja. Nee, doch nicht, war doch richtig. Okay, alles klar. Auf jeden Fall hat er ein bisschen mehr Geld in Hand genommen, weil Schorle kostet, glaube ich, 15.000 oder so. Ja. Und Müller ist auch etwas teurer und... Ich musste übrigens auf vier Positionen wechseln, glaube ich. Ich habe übrigens mein Spiel doch noch gewonnen, wo wir abbrechen mussten. Ja. Jetzt haben wir die Verbindungsprobleme, glaube ich, beseitigt. Ja, denke ich doch mal. Trotzdem ist es ein riesen Nachteil für mich, da ich weniger Geld jetzt bekommen habe und ja, es ist scheiße gewesen. Ah, schau da eigentlich. Siehst du, wen hat er im Tor? Weinfeller. Ah, Weinfeller, okay, alles klar. Da wird zum Eckball geklärt. Ja, gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warte. Das ist auch gut. Oh! Das ist natürlich. Ein Riesenpech jetzt mal wieder. Das hättest du ja auch nicht verdient. Ja, mehr als das. Ja, ich werde dir auch immer zu verarscht, ja, wenn ich spiele und bei dir ist immer nur Glück. Du setzt nicht immer Glück und Können verwechseln. Ja, in deinem Fall verwechselt man das ja nicht, das ist ja offensichtlich. Und hat den Ball. Oh, der hat ein gutes Auge. Er sagt Vorteil, der Schiedsrichter. Und denkt dann, dass ich Goalkeeper Nummer 1 anscheinend, der GK1. Vielleicht spielt er ja anscheinend auch Pro-Club. Ja, möglich. Das kann er auch machen, ein ganz starker Einsatz. Hüvedes. Hüvedes hat er noch. Mhm. Hatte ich auch noch nicht oft. Ein Gegner der Hüvedes halt. Ja. Schöne Flanke. Den habe ich immer gekauft wegen Bundesliga, die mir gestellt hatte. Weil er gut eingestellt ist. Ja gut, bei FIFA 13 war er noch gut eingestellt, ja, aber hier bei FIFA 14 ist er auch nicht so gut eingestellt. Ja, geht eigentlich. Irgendwann versucht er mal schnell zu spielen, das bringt aber allerdings nicht viel. Zum Glück. Gut gemacht. Das war dumm. Antizipieren. Und schnappt sich das Spielgerät. Toni Kroos. Habe ich mir gedacht. Der hat zwei langsame Mittelfeldspieler mit Martinez und Kroos. Spät gesehen. Oh, wirklich war Rakitic, ey. Gerade dafür habe ich den gekauft. Er passt kaum zu spät. Oder passen 86er. Gut, auf dem falschen. Warum kaufen die sich eigentlich immer einen rosa Ball? Das verstehe ich immer nicht. Aber knapp. Müller. Gomez. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ah, der spielt schon mal besser als alle anderen Gegner, die du bisher hattest. Ja, so ein Kopfball noch. Ja, hallo, ich war Gomez. Den will ich auch noch haben. Jetzt greift er ihn an. Obwohl ich ihn eigentlich scheiße finde. Na, mal schauen. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Sofort abgezogen. Wer in Liga 1 Meister werden will, braucht einen großen, starken Kader. Und Ivan Rakitic. Ja, oben. Ja, ganz genau. Was? So wie ich mit Schirle. Aber es war dumm gewesen. Schlechter Pass. Ja. Dieser Mann, der ackert und arbeitet einfach überall. Und durch. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Das war klar.
Oh, ich komme irgendwie nicht ins Spiel. Ich hätte vielleicht nicht so viel wechseln dürfen. Aber ich will immer mit fitten Spielern spielen. Darum nehme ich die Spieler auch schon raus, die nur noch frische 90 haben. Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu früh, aber... Ja. Bis 85 frische kann man eigentlich runtergehen. In der Anfangsphase oder in der ersten Halbzeit ist es kein Nachteil, aber wenn es in die zweite Halbzeit geht, dann hast du schon kleine Nachteile. Eliseo. Castro. Und Achtung, genau hingeschaut. Na, der Linksverteidiger ist jetzt nicht für seine Schussgenauigkeit bekannt. Ja, sieht ganz anders aus. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Der Weinfeller hält wieder alles. Ja, weißt du, wie das ist? Du hast ja immer Weinfeller gehabt. Der hat immer alle die erhalten, dieser Wichser. Ja, der ist ja eigentlich immer ganz gut bei FIFA. Ja. Warum macht er jetzt hier eigentlich Total überpowered, der Weinfeller eigentlich. In echt hat er auch mal seine guten Tage, aber oft lässt er auch mal einen gucken, ey, und dann... Oh ja. Eliseo. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Castro. Eliseo. Ja, was war denn das? Ich hab X gedrückt und nicht Dreieck. Wo denn? Man kann ihn sehen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ey, es kann doch nicht wahr sein, so eine unpräzisen Pässe. Das unterschreibe ich. Ja, das unterschreibt er. Diesen Kommentator müssen wir ausstellen, den nervt. Müller. Rafinha. Gutes, schnelles Passspiel. Toni Kroos. Spielt er doch da unten. Ja, komm jetzt in der Mitte, gefährlich, wenn er da drin flankt. Fängt die Flanke an. Nein, hat's nicht geschafft. Ja, schön. War eigentlich ein Foul gewesen. Ja, dann weiter. Ja, genau. Ja. Ja, der Typ nervt irgendwie ein bisschen. Finde ich nicht. Ich finde es gut, was er macht. Das war zwar kein ja, dir wurde der Sieg geschenkt vorhin. Ey. Absolut, du warst nicht geschenkt. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Ich hätte ausrasten können, weil ich da so verarscht wurde. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Ja, weil der ausgemacht hat. Ja, weil es auch gerecht war. Ich hätte sowieso gegen ihn gewonnen. Der hat null Chancen gehabt gegen mich. Klose hätte da 3-4 Tore machen können. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Entweder hält hier Weinfeller oder ein Abwehrspieler steht im Weg. Der Weinfeller, der fischt alles weg da hinten. Echt witzlos. Ach, endlich, ey. Ja, super, ey. So eine Scheiße. War schon ein bisschen nervös, muss ich sagen, ey. Mit dem 0-0, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist doch schon wieder lächerlich. Gomez ist sogar Kapitän. Ja, stärkste im Team ist. Ja. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Ja, spielt zu schnell. Das ist Blödsinn. Ja. Bringt nicht viel. Vielleicht denkt er, er wäre denn cool oder so, wenn er hier die ganze Zeit hin und her spielt, aber. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Bringt auch nichts. Gomez. Ja, ich dachte schon, Schürrle. Ja, der wäre durch gewesen. Weil nicht gut Gomez so ein Passer, weil der kann ihn echt gar nicht passen. Das stimmt. Weil der ist echt nur gut vorm Tor und das war's denn. Richtig. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Wenn es darum geht, irgendwie einen Ball anzunehmen oder einen Ball weiterspielen, das kriegt er nicht hin.
Kombinationsspiel kannst du Gomez total vergessen. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Javi Martinez? Groß. Gomez. Eigentlich habe ich den Ball weggeschossen. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Jetzt muss ich mal ein bisschen anstrengen hier. Ah, Rakitic ist nicht der schnellste. Gute Übersicht. Will ich hier immer einen Rückraum spielen und so. Oh, Leute. Jetzt muss er ihn reinspielen. Jetzt ins Tor. Nein, das kann er viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Super Flanke. Oh, zum Glück. Ey, das zweite Mal. Oh Gott, ey. Zum Glück hat auch mal die Kombination geklappt. Also, das hat mich eben gerade gewundert, dass sie auch wirklich richtig gespielt haben eben gerade. Im Kotzen. Nö, finde ich nicht. Ich finde scheiße. Was der hier damit erreichen will, mit seinen schnelles Hin- und Her-Spiele. Keine Ahnung. Bringt tut's nichts. Nee, bis jetzt noch nicht. Aber von mir aus kann er so weitermachen. Ja. Nervt bloß ein bisschen, aber. Javi Martinez. Jerome Boateng. Rafinha. Schürrle. Ja, der ist sehr schlecht. Boah. Mist, ey, so ein Scheiß auch. Du spielst in Scheiße. Boah, mein Gott, ey, jedes Mal gute Ecken eigentlich. Ach, hör auf zu singen, ey. In diesem Stadion. Die Mannschaft und die Fans auf den Rängen. Ja, das ist doch. Ja, so lächerlich, dass er mir 2-0 führt hier. Viel Geld, die zahlen Eintritt und dann wollen die auch ein gutes Spiel sehen. Und das ist das nervt. Javi Martinez. Weil die halt erst wieder so leicht. Ja, genau. Wir hatten hier 3 Punkte geschenkt bekommen. Ich hätte sowieso gegen ihn gewonnen, weil der total schlecht war. Klose hat 2 Tore immer. Na, sag ich doch, also geschenkt. Ja, du bist hier heute geschenkt. Weil er hier vom Tor nicht klarkommt. Haha, schade. Dachte, ich kann deine Seiten so feige der Auslinie da langlaufen. So feige jedes Mal. Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Oh, kann doch nicht wahr sein, ey. Ein langer Pass auf Mario Gomez. Mario. Und mit meinem Tor bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Weiter eine weiße Weste. Warum? Müller. Gomez. Er hat so viel Glück immer. Mist, ich dachte, er greift mir Boateng an. Dass ich denn da durchrennen kann. Ja, genau. Könnte es klappen. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ha! Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Das ist so einfach. Oh, oh, das kann doch nicht wahr sein. Suaseta, ey. Hätte er doch sein zweites machen können. Nimm ihn raus, hol den Busfahrer, der macht das Ding. Genau. Groß. Gomez, Balleroberung im Mittelfeld. Also so dumm wie er spielt, das ist viel zu schnell. Und ungenau. Ja, oh, ja, FIFA ist sehr gut, wie er eben. Und jetzt ist er durch. Jetzt ist er. Doch noch hingekriegt. Oh Mann, ey. Dass ich da im WLAN nicht nehmen konnte, da musste ich mit meinem Mittelstürmer nach außen laufen.
So was Bescheuertes, ey. Ja, du spielst im FIFA hier. Ja, merke ich. Ich dachte erst, der Gegner könnte vielleicht was reißen, aber ja, scheiße. Ja, am Anfang sah eigentlich ganz gut aus, aber... Na gut, ich kam auch noch nicht richtig rein. Ich musste mich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Genau. Die Mannschaft. Er verliert das heute. Ganz klare Führung jetzt. Also so ein Gegner hatte ich auch noch nicht, der hier die ganze Zeit versucht, One Touch zu spielen. Ja. Und das auch noch schlecht. Ja, er spielt viel zu schnell. Er macht das ja ständig. Wenn, dann musst du vorm 16er das Tempo erhöhen, aber nicht im Mittelfeld schon. Das ist Blödsinn. Oder? 4 Minuten. Ja, boah, wirklich wahr. Gut, das hat ein Schussenttäuschen sein und nicht. Und ja, ein cooles Schussenttäuschen. Ja, doch, war richtig gut. Genau so war es geplant. Na, dann ist er gut. Also in diesem Spiel war ich mit Rakitic zufrieden. Im Spiel hier vor war nicht ganz so gut. Aber da war auch die. Da waren irgendwie alle scheiße, aber ich habe bloß 1-1 gespielt, ey. Wow, was war denn das? Ja gut, was soll's, Hauptsache ich... Was zum Teufel, was ist ein Querschläger von deinem Torwart, ey. Hauptsache ich hab gewonnen. Ja Gotti, das sind Fehler immer. Jetzt bist du in der Gunst gesunken. Ach, naja. Nächstes Spiel darf er von der Bank aus zuschauen. Nee, der hat schon ganz gut gehalten. Wo denn? Und wie kriege ich keine Schussantäuschung mehr hin hier? Mist! Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Naja, doch nur ein scheiß Gegentor gekriegt. Oh, was soll's, Hauptsache ich habe gewonnen. Ja. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ja.